Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Grace F. Und ja, wie gesagt, der Geheimgang ist hier. Denke ich mir mal. Gibt sogar zwei Wege. Einmal hier eine Truhe. Arcana Trank. Das ist super. Das ist eigentlich sehr cool. Ah, schon wieder zwei Wege. Der geht weiter runter, dann gehen wir mal links lang. Okay, wieder eine Kiste. Elixier, wow. Geil. Eine schöne Höhle ist das auf jeden Fall. Sonst habe ich von den Sachen gar nichts mehr so richtig. Ah, wieder eine Truhe. Und da ist... ein bisschen Gold. Ja, das ist schön. Kann man mit leben. Den Gegner haben wir keinen Bock drauf. Traumgummi. Okay, Gott. Ist das. Es hat eine Gravur. Meiner geliebten Lorelei Ruhe in Frieden. Ein Grab? Das muss schon gehört sein. Aber wartet, sagt Nis. Hauptmann? Entschuldigung, ich muss kurz allein sein. Was ist denn los? Bitte. Lorelei, endlich habe ich dies gefunden. Dann hat Curtis also begraben. Ich wusste nicht, dass er Gefühl für dich hatte. Das ist typisch für ihn. Er hat seine Träume mir hinterlassen und so dafür gesorgt, dass ich nicht an deiner Seite sein konnte. Und darum kann ich noch immer nicht bei dir sein. Ich komme mir so dumm vor. Ich wollte dir so viel erzählen und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Es gehe wohl besser. Bestimmt ist es kalt da unten, aber bitte halt noch ein wenig durch. Dieser Ort entspricht am ehesten unsere Träumen. Eine Sache müsst ihr noch sagen, Lorelei. Wo du jetzt auch sein magst, bitte. Bitte brenn nicht mit Kurt durch. Versprochen. Ich habe es satt, dass er immer bekommt, was er will. No. No. Unfähig zu sterben. Wow. Das war schön. Das hat es gelohnt. Ich will nochmal lesen auch. Aufgrund eines Versprechens an ein Freund kann er seine Liebste noch nicht wiedersehen. Wow. Sogar die Ultimate ist da drin. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Puh. Ich denke mal, wir werden nach Baroma gehen. Ne, erstmal zur Küstenhöhle für Sharia. Obwohl, wir können auch ins Forschungslabor gehen. Aber wir haben noch so viele Wege offen. Na, so viel auch nicht mehr. Wir gehen jetzt erstmal... ach, muss ich da durchrennen? Ah, ne, warte. Jetzt kann ich es, glaube ich, ne? Na gut. Wow. Wir gehen jetzt erstmal zur Küstenhöhle. Ist die hier? Ja. Na, wir müssen da ganz durch nun. Aber so... so groß war die auch nicht, die Höhle.
So. Die Truhe öffnen? Stimmgabel. Oh, wir haben schon gefunden. Okay. Gehen wir einfach da weiter durch. Okay, ging ja relativ fix. Das ist schön. Ja, dann können wir damit zu Baroma gehen. Da müssen wir dann die abgeben, die Quest, und... Aber warte mal. Sonst ist... Ja, genau. Ich hab einen kleinen Weg im Kopf. Ne. Wir müssen erstmal raus hier. Schade. Naja, sind ja bald raus. Gehen wir gleich zu Baroma damit. Geben die Quest ab. Müssen dann noch zu diesen Dalen oder so. Danach gehen wir ins Forschungslabor. Und danach gehen wir zu Amarcin Enclave. Ja. Das war's dann. Ich glaube, danach will sogar den in Anführungszeichen letzten Dungeon machen. Hallo? Stimmgabel abgeben. Genau. Eins der Tasten dieses Klaviers ist verstimmt. Es ist ein hoher Ton. Er sollte also einfach zu reparieren sein. Könntest du kurz warten, während ich mich darum kümmere? Mann, das bringt Erinnerungen zurück. Du hattest dieses Lied immer für mich gespielt. Meine Mutter hat es mir beigebracht. Soll ich dir etwas verraten, Sharia? Ich habe dieses Lied immer nur für deinen Vater gespielt. Sie war so schön. Erinnerst du dich an sie? Eigentlich nicht, nein. Tut mir leid. Schon gut. Das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist ihr Gesicht. Ich weiß nicht mehr, wie ihre Stimme klang, wie sie roch oder sonst irgendwas. Wenn ich so lange drüber nachdenke, macht es mich wirklich traurig. Es ist deine Schuld. Du warst so jung, als es passierte. Früher wusste ich noch alles Mögliche von ihr, Sharia. Weißt du noch, wie du Hubert und Sophie vor 7 Jahren weggegangen seid? Ich war so einsam, Aspel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wusste nicht, was es mit mir anfangen sollte. Ich war genau wie damals, als meine Mutter und mein Vater gestorben sind. Es tut mir leid, Sharia. Wäre es nicht so egoistisch gewesen, vielleicht. Ich habe dir Briefe geschrieben, weißt du? Aber ich konnte nie den Mut aufbringen, sie abzuschicken. Wieso nicht? Wollte nicht drüber nachdenken, was passieren würde, wenn du nicht antworten würdest. Ich wusste, dass du nicht gerne Briefe schreibst, weißt du? Das kann ich nicht bestreiten. Ich will einfach nicht noch jemanden verlieren. Ich möchte nicht, dass noch jemand aus meinen Erinnerungen verschwindet. Ich spiele es ihnen vor, weil ich zu schüchtern bin, um ihnen zu sagen, wie ich es fühle, also lass es das Lied für mich sprechen. Mach dir keine Sorgen, Sharia. Es geht niemand mehr irgendwo hin. Dann wirst du... Bleibst du bei... Das Lied sagt ihm die Worte, die ich so gerne aussprechen würde. Es sagt ihm, dass ich ihn liebe. Was ich meine ist... Ja, Sharia? Ach egal, vergiss das einfach. Weißt du was? Meine Mutter hat mir vor Jahren mal ein Kleid gegeben. Du könntest es vielleicht als nützlich erweisen. Oh, in Ordnung, das wäre toll. Du musst hier warten. Du bist zu jung, um es zu verstehen, Sharia, aber irgendwann wird es Sinn ergeben. Oh Mutter, endlich erinnere ich mich an deine Stimme. Und ich verstehe, was du meinst. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.
Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber ich bin dir wohl so ähnlich. No. Werde bald wieder Klavier spielen, so wie du es mir beigebracht hast. Ja, Mutter? Hm. Hey, Sharia. Huch, erschreck mich nicht so. Entschuldigung, ich wollte dir nur etwas sagen. Ja? Ich würde dir zurückschreiben. Wie bitte? Wenn du mir je schreiben würdest, würde ich dir ganz bestimmt antworten. Also, musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Ich muss dir auch keine Briefe mehr schreiben. Naja, ich glaube, da hast du recht. Ich möchte, dass du mir irgendwann wieder beim Spielen zuhörst. Würdest du das tun? Ja klar, wenn du willst. Ich werde das dran ändern. Jetzt lass uns gehen. Oh. Muss das schön sein. So. Wir gehen jetzt zu diesem Datum. Boah, ich bin gerade etwas... Okay, Leute, ja, gehen wir jetzt dahin. So, gehen wir jetzt hier rein. Nun kommen wir jetzt zu ihnen hin, ne? Jo, da ist er. Hallo, meine Freunde. Was kann ich für euch tun? Es gibt etwas, das wir euch gerne zeigen würden, Herzog Dahlen. Na los, erstmal. Bei den Himmeln! Könnt ihr dieses Schwert? Das ist das Schwert, das König Feinbart Fürst Ersten vor 20 Jahren gab. Also ist jetzt bei euch gelandet, was, Erspel? Passt gut drauf auf. Nun, Sir, das ist die ganze Geschichte. Es stimmt, dass dieses Schwert ein Andenken an meinen Vater ist, doch scheint es auch um das legendäre Heilige Schwert zu handeln. Das legendäre Heilige Schwert? Ihr meint das Erdschwert? Excalibur? Wir nehmen es an, ja, aber es gibt dann noch ein Problem. Die Klinge hat also Rost angesetzt, wie? Anscheinend vermag selbst dieses Schwert dem Zahn der Zeit nicht zu trotzen. Aber es wäre reinste Verschwendung, es in diesem Zustand zu belassen. Herzog Dahlen, wir sind hier, weil wir hoffen, dass ihr vielleicht einen Weg kennt, es wiederherzustellen. Angeblich wurde das Schwert zu der Zeit geschmiedet, als Wunder gegründet wurde. Aber leider weiß ich nicht, wer es hergestellt hat oder welche Methode oder dabei verwendet wurde. Wenn es die Amarsien doch nur wirklich gäbe, sie wüssten vielleicht, wie man es wiederherstellt. Die Amarsien? Es heißt, Windows erster König sei ein Freund der Amarsien gewesen. Und man erzählt es auch, es habe dieses Schwert geführt. Erstmal, wieso zeigen wir dieses Schwert nicht der Aufseherin? Sie weiß mehr über die Geschichte dieser Welt als irgendjemand sonst. Ihr presst. Sie ist vermutlich unsere beste Chance. Auf zur Amarsien Enclave. Zur Amarsien Enclave? Eure Kenntnisse erstaunen mich immer wieder, Herr Erspeland. Ehe ihr geht, müsst ihr euch erzählen, wie es dazu kam, dass fürs Erste dieses Schwert überreicht wurde. Oh. Oh, okay, wow. Das ist 20 Jahre her und Fenel war gerade in Wilders rechtmäßige Territorium eingefallen. Ihr müsst wissen, dass unsere Territorium sich damals bis hoch zum heutigen Walneck erstreckte. Jedenfalls sammelte König Vendinard rasch seine Fürsten um sich und begann mit den Planungen für eine Gegenoffensive. König Vendinard persönlich führte die Männer an und sowohl mein Vater als auch euer kämpften an seiner Seite. Doch Fendel war numerisch überlegen und hatte eine günstige Ausgangsstellung und Windows Armee wurde bald nach Lern zurückgedrängt.
Vater hat also König Venner gedient. Das wusste ich nicht. Er hat mehr als nur gedient. Zusammen mit meinem Vater hat er den König unzählige Mal das Leben gerettet. In Anerkennung seines Verdienstes wurde mein Vater ein entfernter Verwandter des königlichen Familie mit dem Herzogtitel ausgezeichnet. Und euer Vater erhielt dieses Schwert. So gelangte er also in seinen Besitz. Wieso hatte Richard dann den Schlüssel für sein Schwert? Legendär hin oder her, wozu soll ein Schwert gut sein, dass man es ziehen kann? Euer Vater hat den Ring abgelehnt. Seiner Absicht nach wäre das zu viel Macht für einen Einzelnen gewesen. Doch er schwor, das Siegel zu beschaffen, falls der König oder sein Volk in Gefahr seien. Verstehst ihr, Espel? Wisst ihr jetzt, weshalb er das Siegel dem König anvertraute? Boah. Dieses Schwert ist ein Symbol. Es stellt eine Möglichkeit dar, sowohl Land als auch königliche Familie zu schützen. Wenn Vater noch am Leben wäre, würde er Richard retten wollen. Und das tue ich auch. Gut gesprochen. Und deshalb ist es zwingend erforderlich, dass wir dieses Schwert instand setzen und seine Hoheit retten. Begebt euch schnellstens zur Amarcin Enclave, Aspel. Excaliburs Erbe. Wow. Und da wäre die dritte Ultimate Artist für Aspel. Wow. Oh, Sherry hat auch noch einen Titel. Denke mal, das ist für viele Nebenmissionen. Ja, das Maximum sogar. Eine wahre Heldin, die gar nichts anderes kann, als sich um die Probleme anderer zu kümmern. Jo. Das war viel Text. Das war sehr viel Text. Okay, aber nun gehen wir... Ich bin ein Part, dann gehen wir halt zu Maßen Enclave und so weiter, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Nau Amagi.